Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Heute schon wieder, ja. Das könnte jetzt eine leichte Provokation sein, aber das hat sich jetzt gerade so ergeben. Ich wollte hier einfach nur was verdecken, zumindest für eine kurze Zeit. Also Tütenlogo und Hersteller dieses tollen Gräterfahrzeuges passen jetzt nicht wirklich zusammen. Aber da müssen wir jetzt durch. Ja. Ich wollte euch nochmal ein Update geben zu dem Plusmobil von Bluebricks. Ihr seht, da hat sich was getan. Also zum einen hatte ich ihn euch mit dem Lautsprecher obendrauf noch nicht gezeigt. Ich habe mich jetzt definitiv auch dagegen entschieden, das mit diesen Spannseilen irgendwie zu probieren, weil ich von allen eigentlich gehört habe, dass die irgendwie zu kurz sind und dass man da irgendwie dran rumzerren muss, wie auch immer. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich finde das auch so viel schöner, also diesen Lautsprecher oben drauf, das lasse ich mir noch gefallen. Ob ich den dauerhaft dann drauf habe, ist noch mal eine andere Geschichte. Ihr seht, ich habe jetzt hier schon dieses tolle Sticker-Set von dem Achim drauf gemacht, mit dieser Wagennummer. Ich weiß gar nicht, wofür dieses P1 so im Detail jetzt steht. Dann dieses, ja, dieses, das war mal irgendwie Highway Patrol von, ich glaube, New York sogar. Ich bin aber jetzt. Ne, Chicago müsste es eigentlich gewesen sein. Sei es drum, man sieht es teilweise auch nochmal so auf Bildern von Remakes des Ganzen. Logisch, das ist ja mehr oder weniger so quasi schon halb runtergekratzt. Das ist ja ein ausrangiertes Polizeiauto und deswegen sind diese Bedruckungen oder Aufkleber natürlich nur noch so in einer schlechten Optik zu sehen, aber das macht es halt wieder authentisch. To serve and protect, ne? Wir sind ja im Auftrag des Herrn unterwegs, sagt ja Elwood auch immer. Und dann haben wir hier vorne den schönen Dodge-Aufkleber, das Kennzeichen, das Illinoiser Kennzeichen BDR 529, das ist also so original auch im Film zu sehen in den entsprechenden Einstellungen. Hier haben wir dann auch nochmal natürlich auf der anderen Seite gleiche Aufkleber, so wollte ich sagen, mit der Wagennummer wieder. Und hier hinten im Heck bin ich ein bisschen abgewichen von Achims Vorschlag. Zum einen Police und 176 habe ich so ein bisschen tiefer gesetzt, als er es jetzt, glaube ich, in seinen Fotos gezeigt hat. Und dann habe ich nochmal geguckt im Film das Dodge-Zeichen. Es ist ein bisschen zu breit eigentlich. War jetzt hier oben aufgeklebt, aber es gehört eigentlich bei dem Wagen auch hier entsprechend zwischen die Scheinwerfer. Hier nochmal das Kennzeichen, identisch wie vorne, nur halt anders platziert in der Mitte. Vorne ist es ja dann auf der Beifahrerseite. Und das ist noch ein Detail, das hatte ich bei jemandem gesehen, der das auch gebaut hat. Das ist auch wirklich so, er hat es jetzt so gemacht, dass er nur eine von diesen sechs roten Plates gegen Trans Clear ausgetauscht hat. Ich habe das jetzt bei beiden gemacht, weil wenn man den abends mal fahren sieht im Film, dann sieht man definitiv, dass hier außen das nur leuchtet und in der Mitte dann dunkel bleibt. Also sprich, der Rückfahrscheinwerfer ist komplett in dieser, meine Güte, jetzt fehlen mir die Worte, das ist hier komplett in der Mitte angeordnet. Also nicht nur außenrum nochmal mit Rot, sondern das ist definitiv hier nur in der Mitte. Und das heißt, man kann auch diese beiden dann gleich gegen Trans Clear austauschen. Macht es auch nochmal ein wenig authentischer, finde ich zumindest. Ja, und ich glaube, von unten hatte ich ihn euch gar nicht so richtig gezeigt. Also die beiden Auspuffrohre, wie die hier noch so angebracht sind, ist eigentlich auch schön designt. Und ansonsten habe ich jetzt auch, ach so, genau, eine Kleinigkeit noch geändert, das gefiel mir auch besser. Ihr erinnert euch, der Fahrer Außenspiegel, der war schon recht klein, der bestand quasi nur aus dieser 1x1 Plate mit der C-Clamp dran und ich habe jetzt hier nochmal so ein Slope dran gemacht und dann hier innen nochmal ein Klarsichtteil. Lässt sich damit immer noch verstellen auch und man hat mehr so diese Spiegeloptik und das ist ja auch im Film, sieht man es, das ist dann dieses chromfarbene. Und was der Kollege im Internet auch noch gemacht hat, er hat den Zusatzscheinwerfer hier um eine Noppe nach hinten gesetzt. Man muss also da hier nur die Winkelfliese ein bisschen anders setzen und dann kann man das auch näher ransetzen an den Fahrer, denn
Das sei wohl auch noch authentischer. Das habe ich jetzt gar nicht überprüft, aber ich fand es nachvollziehbar und deswegen habe ich das gemacht. Da das Ding hier oben doch ein bisschen locker ist, hatte ich hier so ein bisschen mit Klarsichtfolie drumherum gewickelt. Das war jetzt auch mal so ein Tipp von jemandem. Jetzt müsste ich das nochmal so ein bisschen nachschneiden. Das sieht man jetzt noch so ein bisschen, sehe ich gerade. Oder vielleicht ein bisschen mit vorsichtig mit einem Feuerzeug sich zusammenziehen lassen. Ja, das ist das. Und jetzt wollt ihr bestimmt auch wissen, warum diese blöde Lego-Tüte hier liegt. Also blöd in Anführungsstrichen, aber sie liegt halt jetzt hier. Dann habe ich nämlich die letzten Tage mich noch an ein kleines Display gegeben. Und das wollte ich euch dann auch noch zeigen. Dann fahre ich den Wagen erstmal weg, dass wir das Display uns mal alleine angucken können. Besteht im Prinzip aus einer alten Straßenplatte und noch einer Baseplate, einer 16x32er. Ja, müsste 16 sein, oder? 2, 4, 6, ach ja, 16x32er Blade noch angesetzt, dass wir dann auch auf die Wagenbreite halbwegs kommen. Das Ganze hier noch so ein bisschen, wo man es sehen könnte, nachgefliest. Mir fehlten jetzt ein paar dunkelgraue Fliesen. Da bin ich dann auf hellgraue ausgewichen. Sieht man aber hier eh nicht mehr, weil das Fahrzeug dann gleich hier vorne stehen wird. Und was sieht man? Eine Häuserreihe oder Häuserfassade soll natürlich so ein bisschen abgeranztes Gebäude sein. Chicago, irgendwo Hinterhofatmosphäre. Passt, finde ich, ganz gut zum Film. Die unten Backsteine, das hier unten dieser Aufbau, der ist im Prinzip eigentlich nur dem geschuldet, dass wir natürlich durch das Fahrzeug viel verdecken würden. Und deswegen ist das quasi erstmal mein nahezu nicht sichtbarer Aufbau. Und ab hier mit dem Backstein fängt es dann an, interessant zu werden. Ja, das Problem ist jetzt, dass man das wieder nicht so ganz gut drauf bekommt. Ich versuche das mal noch ein bisschen kameratechnisch einzufangen. Ja, so habe ich versucht, hier oben nochmal so einen Dachabschluss darzustellen, alles ein bisschen durchlöchert, unterbrochen. Fenster gibt es hier schon keine mehr in dem Gebäude, teilweise noch mit Brettern verschlagen, hier so quer rüber auch noch, hier unten. Jo, verschiedene Farben, Laternen noch dazugefügt und ja, im Prinzip, wenn wir das jetzt nochmal drehen, also hier vorne haben wir so eine kleine Gehweg. Pflasterung, auch so ein bisschen verschiedenste Farben genommen, um darzustellen, dass es alles so ein bisschen runtergerockt ist. Hier ist noch so ein kleiner Grünstreifen, hatte ich so überlegt. Und zwar habe ich das deswegen hier noch drauf gesetzt, weil ich hier im Prinzip überplated habe, dass diese beiden Platten dann auch eine gewisse Festigkeit haben und zusammenbleiben. Und wenn man das Ganze jetzt rumdreht, sieht man, naja, okay, das ist die definitiv eine Fassade. Ein bisschen hier hinten nochmal ums Eck gebaut, um ein bisschen Stabilität zu kriegen. Hier sieht man, das ist auch die Plate, die das beides zusammenhält. Ist an sich so stabil, da passiert jetzt erstmal nichts. Kann jetzt auch nicht so einfach kippen. Also klar, wenn man da jetzt mit Gewalt gegendrücken würde, würde das natürlich umkippen, logischerweise. Aber so haut das ganz gut hin. Und wenn wir jetzt das Fahrzeug nehmen, können wir das jetzt auch hier so schön aufstellen. Ich habe jetzt eine Ecke, wo das dann quasi sich einsetzt, nämlich hier vorne. Ja, ihr seht ja, jetzt ist es auch gesichert gegen ein direktes Wegrollen. Maßstabstechnisch, klar, könnte man mir jetzt sagen, Mensch, das passt doch irgendwie nicht so wirklich zusammen. Ja, klar, man müsste jetzt theoretisch hier alles viel, viel größer bauen von den Fenstern und allem. Nur wäre das dann auch sehr, sehr riesig geworden. Also dann hätte ich es dann auch irgendwie noch länger ziehen müssen, also in der Breite jetzt hier noch mehr machen müssen, noch höher, dass das irgendwie halbwegs dann im Maßstab passt. Es war mal so ein Versuch, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Wenn ihr sagt, oh, totaler Mist, dann schreibt das auch gerne drunter. Vielleicht aber auch mit einem Verbesserungsvorschlag oder was auch immer. Ja. Das ist jetzt mal so ein Abschluss nochmal, um das rund zu machen. Wie gesagt, heute sind die Aufkleber gekommen und da dachte ich, Mensch, jetzt gilt es, jetzt kannst du das nochmal insgesamt präsentieren. Und ja, ich denke, so kann man sich das ganz schön irgendwo aufs oder ins Regal stellen.
Gut, das soll es gewesen sein. 10 Sekunden, 10 Minuten, ja, 10 Sekunden Video. 10 Minuten Video, kurz und bündig. Ich hoffe, ich habe jetzt alles drin, was ich wollte. Und danke euch und sage Tschüss.